Autodidaktisch? Ich habe alles autodidaktisch. Ich habe keine musikalische Ausbildung. Und Akkordeon? Auch. Ich spiele so, dass es aussieht, als ob ich es könnte. Das finde ich schon fantastisch. Nicht mal vortäuschen kann ich das. Ja, das ist, weil Sie nicht aus einer Kleinstadt kommen. Wie war und ist Ihre Beziehung zum Sport? Immerhin waren Sie Rekordhalter im Stabhochsprung an Ihrer Schule mit 3,20 Meter. Der Weltrekord liegt übrigens bei 6,60 Meter. Also, wir haben noch mit Bambus gesprungen. Ich habe Zehnkampf gemacht und ja, und das hat mir auch großen Spaß gemacht. Ich hatte dann einmal bei einer Bezirksspartakiade einen normalen Hochsprung überstanden und habe mich so gefreut, dass ich während des Wettkampfs mir eine Zigarette angezündet habe. Daraufhin wurde ich disqualifiziert und dann habe ich gesagt, mit solch verbissenen Menschen möchte ich nicht zusammenarbeiten und habe mit dem Sport aufgehört. Aber ich finde Zehnkampf spannend, weil das ja wirklich eine Höchstleistung ist in 10 Disziplinen. Und eigentlich interessieren sich die Leute dafür nur bei der Olympiade. Genau. Da ja, weil sonst spielt das ja kaum eine Rolle. Dabei finde ich, ist das wirklich ein... Das ist eine Art Dionysium. Man hat 2 Tage und ist im Grunde so erschöpft. Am Schluss sind die 1500 Meter. Ja. Und dann hat man sich eigentlich immer eine halbe Flasche Schnaps reingeknallt, damit man irgendwie die Runden noch übersteht. Weil die Füße wollten nicht mehr... Also das frühes Doping, russisches Doping sozusagen. Ja. Mit 14 begannen Sie zu rauchen. In der Schule gab es wohl eine Raucherecke, wenn ich das richtig gelesen habe. Welche Sorte rauchten Sie? Das interessiert mich. Caro oder Real? Ich habe Caro, später zwischendurch, so wie Sie, Club. Und nee, ich habe Kabinett geraucht. Kabinett? Ja. Ja, Kabinett war mir zu proletarisch dann. Also Caro als Aber ich sage nicht, was ich dann nach der Herstellung der deutschen Einheit rauchen musste. Ja, ja, bis ich aufgehört habe. Wann haben Sie aufgehört und warum? Ich habe nicht aufgehört. Sie rauchen bis heute durch? Ich habe vorhin hinten auch eine geraucht. Ja, das habe ich mitgekriegt. Ich dachte, Sie hatten eine längere Unterbrechung. Ich habe mal 7 Jahre nicht geraucht, ja. Und wieso haben Sie dann wieder angefangen? Weil mir ein Arzt gesagt hat, ich soll wieder anfangen. Glaube ich Ihnen nicht. Ja. Wirklich. Ich hatte eine chronische Nebenhöhlenentzündung über längere Zeit und musste dauernd Antibiotika zu mir nehmen. War auf einer längeren USA-Tournee und das war irgendwie immerzu Infekte und die Stimme kaputt. Und dann hat ein Arzt gesagt, haben Sie mal geraucht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe geraucht. Versuchen Sie es mal wieder. Und seitdem habe ich keinen. Sagen Sie es eben besser nicht mit Namen, sonst kriegt er ein Verfahren an Hals. Aber wie dem auch sei... Ich finde das trotzdem spannend, weil ich erst nach dem ersten Infarkt aufgehört habe. Da musste ich aufhören. Aber ich dachte zunächst, ich bin amputiert. Ich konnte an nichts anderes denken. Ja. Aber jetzt bin ich der toleranteste Nichtraucher. Das stört mich überhaupt nicht. Aber ich laufe auch nicht mehr Gefahr. Was sagen Sie denn dazu, dass Rauchen so wahnsinnig aus der Mode gekommen ist? Also in Filmen wird ja nicht mehr geraucht. Früher rauchten die alle, die qualmten. Mein Lieblingsdokumentationsfilm war Schmidt und seine Frau beim Schachspiel. Genau. Die saßen da in einem tiefen Nebel beide und qualmten sich die Backen voll. Das fand ich sogar komisch, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn die Form der politischen Korrektness weitergehen wird, wird man irgendwann die Humphrey-Bogart-Filme so weit reinschneiden müssen und die Raucher sehen, dass sie noch 10 Minuten lang sind. Ja, ja. Das kann sein. Ich finde alles, was sich sozusagen immer als eine Art Diktatur präsentiert, und wenn es eine Gesundheitsdiktatur ist, dann finde ich es... Es wird immer mehr in Form von Verboten. Genau, ich finde das richtig, dass man aus Rücksicht... Wir rauchen im Bandbus nicht, wenn wir unterwegs sind. Ich rauche in bestimmten Räumen nicht, wenn Leute das stört. Aber ich rauche trotzdem gern. Wissen Sie, das Schlachtefest war immer das größte Fest im Dorf. Inzwischen verboten. Dabei ist nie was passiert. Naja. Also es ist keiner vergiftet worden. Ich verstehe immer nicht, dass man sagt, für meinetwegen, es muss immer eine Veterinärmedizinerin oder Veterinärmediziner dabei sein. Das kann ich ja noch verstehen. Aber verbieten, das geht mir einfach zu weit. Aber so ist es halt. Ja, es ist das Verschwinden von den Momenten, die das Leben schön machen. Ja. Sie schrieben, das stimmt. Sie schrieben Gedichte, zum Beispiel zum Frauentag, zum Tag der Volksarmee. Was sagte denn der Autor Hans Lorbeer zu Ihnen,
und Ihren diesbezüglichen Kunstwerken? Ich komme gleich zu anderen, aber erst mal zu diesen. Ich war in der Kleinstadt Wittenberg, bin ich aufgefallen, ab der zweiten Klasse habe ich Gedichte geschrieben. Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, eigentlich habe ich es nur deswegen gemacht, ich hatte ein Dichterheft und hatte mir aus einer Kartoffel mein Monogramm ausgeschnitten und immer die Gedichte gestempelt und unterschrieben. Und dann hatten wir einen sehr interessierten Pionierleiter, der das entdeckte und sagte, ja, du kannst doch nicht nur so ein Zeug schreiben, wir haben noch einen gesellschaftlichen Auftrag, das war glaube ich in der dritten Klasse. Und dann habe ich gesagt, na, das verstehe ich selbstverständlich. Und dann, ja, schreib doch mal was zum Frauentag. Dann habe ich zum Frauentag geschrieben, wunderbar. Zum Tag der NVA, schreibt mal dafür. Also ich war sozusagen ein Auftragsdichter, ja, in der dritten, vierten Klasse. Und das bekam einigen Ruhm. Ich habe auch ein paar Rundfunksendungen gemacht in Halle irgendwo. Wo wurde man hingefahren als der junge, was auch immer. Autor. Der junge Autor, ja. Also mein Kind war ich. Und der einzige Schriftsteller, den wir in Wittenberg hatten, war Hans Lorbeer. Ein großartiger Mann, wirklich einer aus dem Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Und ich war, glaube ich, in der vierten Klasse. Da hat man mich zu ihm hingeschickt. Es machte eine wunderbare Frau auf seine Frau. Ja, er lebte dann in so einem kleinen Haus und ich war an seinem großen Schreibtisch. Und dann las ich ihm meine Frauentagsarmee und so Gedichte vor. Und dann sagte er, das ist doch der letzte Dreck, was du da geschrieben hast. Und ich dachte, was ist denn das? Ist doch ein politischer Dichter. Und du mit deinen politischen, ist der jetzt irgendwie konservativ geworden oder was? Nein. Er hat das unter dem ästhetischen Aspekt gesehen. Und ich hatte Gott sei Dank ein Gedicht mit, was ich über meinen Teddybär geschrieben habe. Teddybär, ja. Und das habe ich ihm gezeigt und hat gesagt, na, das ist doch wenigstens was. Und da geht es um etwas, nämlich um dein Verhältnis zu diesem Bären. Daraufhin habe ich erst mal, glaube ich, 4 oder 5 Jahre keine Gedichte mehr geschrieben. Ich müsste das verarbeiten. Und, ja. In welchen Bands in Ihrer Schulzeit haben Sie eigentlich gespielt? Und wo? Wer hat Ihnen zugehört? Ich habe im Singleclub Mikis Theodorakis in Wittenberg gespielt. Der musste aber umbenannt werden. Der durfte dann nicht mehr Mikis Theodorakis heißen, weil Mikis Theodorakis ein Eurokommunist geworden ist. Dann hieß der Singleclub gar nicht mehr, er hieß nur Singleclub. Da habe ich sehr viele Lieder geschrieben. Dann habe ich in einer Rockband gespielt, die Moosmännchen hießen die. Weil unsere Schule hieß MOS, Melanchthon-Oberschule. Also clever, wie man war. Da haben wir Rolling Stones, Beatles und sowas gespielt. Da habe ich mir meinen ersten. Und wer hörte zu? Andere Schüler? Ne, wir haben zum Tanz gespielt auch. Also so war Jugendtanz. Und dann habe ich noch in einer, um meine Erfahrungen mit trivialen und profanen Dingen zu schulen, in einer Altmännerband gespielt, die sozusagen auf den Dörfern gespielt hat. Heute hauen wir auf die Pauke und diesen ganzen Kram. Also wo man richtige Dorffeiern hatte und um 23:30 wurde gesagt, in 5 Minuten ist die Saalschlacht, packt kurz ein, danach geht's weiter. Da wurde sich geprügelt und dann, das war eine sehr gute Erfahrung. Und da war ich, also die waren glaube ich alle 60 oder 70, die da gespielt haben. Und ich war Abiturient, also in der 10. oder 11. Klasse. Und meistens war es so, dass die sagten, unser Saxophonist kann am Wochenende nicht. Kannst du Saxophon spielen? Ich sag, na, ich hab's noch nicht gemacht, aber wenn er mir eins borgt, würde ich die Woche üben. Und da die alle faul waren, die haben alles in B-Dur gespielt, also für mich C-Dur, war das auch mal einfach. Und dann habe ich sozusagen ein Wochenende mal Saxophon gespielt, das andere Wochenende mal Kontrabass, was darauf hinweist, dass es die Band eine hohe musikalische Qualität hat. Und mal Gitarre. Und so ist man aber einfach, also mir hat der soziale Gebrauch von Musik hat mir sehr gefallen. Ich fand, dass Musik auch da ist, die Leute zu vergnügen und ihnen einen schönen Abend zu machen. Waren Sie eigentlich bei der Armee? Ich war bei der Armee. Und wo waren Sie da und was haben Sie davon mitgenommen, an Anti und an Pro? Ich war nach dem Abitur, wurde zu den Grenztruppen eingezogen, war ein halbes Jahr in Eisenach, habe aber nach 2 Wochen einen Singeclub aufgebaut und eine Tanzkapelle und bin dann von Eisenach an den zentralen Singeclub der Grenztruppen als künstlerischer Leiter gekommen. Also ich stand nie an der Grenze. Wir haben in den Dörfern auch zum Tanz gespielt. Wir hatten eine Tanzkapelle und einen Singeclub. Und ich habe, glaube ich, als ich 3 Monate da war, gab es eine Ausschreibung, Soldatenliedpreis. Und da habe ich zu dem Oberst gesagt, also, Oberst, ich würde Ihnen ein Lied schreiben und ich bin sicher, wir gewinnen. Ich möchte 2 Wochen keinen Frühsport
dafür jeden Tag in der Bibliothek sitzen, meine Ruhe haben. Das ist, so viel Zeit brauche ich für so ein Lied. Und abends auch mal ein Fläschchen Wodka und sowas. Darauf haben sie sich eingelassen. Und ich habe wirklich den Deutschen Soldatenliedpreis gewonnen. Das war der Oberst dann auch ganz stolz? Ich war nicht so sein Liebling. Ich war zu schlampig. Aber wir haben in der Kongresshalle gespielt und ich habe so eine große blaue Vase bekommen. Die habe ich ans Museum für Deutsche Geschichte Leipzig verkauft. 400 Westmark damals. Also, ich hatte das mit dem, mein Spruch war, nach Dostojewski, ich schreibe alles außer Denunziation. Und wie ist denn das, diese Grundausbildung, ist die nicht furchtbar anstrengend? Die ist anstrengend, aber ich war Sportler. Also das ist, ja, eher ist das Sinnlose anstrengend, dass man seinen Schrank gerade einräumen muss und vor irgendwelchen Idioten stramm stehen muss. Ja, das ist wahr. Von 76 bis 81 studierten Sie an der Humboldt-Universität Kulturwissenschaften und Ästhetik. Also, weshalb wollten Sie das Studium abbrechen und lieber Friedhofsgärtner oder Gärtner werden? Warum gerade diese Berufe zunächst? Ich habe ein paar Theaterstücke vorher geschrieben und dachte dann, dass ich jetzt meine künstlerische Laufbahn beginnen müsste als Genie. Dazu muss man sich frei halten. Man muss kellnern und das Bild war ja dafür Intellektuelle. Man arbeitet auf dem Friedhof und nachts schreibt man Weltliteratur. So, und dafür bin ich erstmal nach Berlin, habe das Studium angefangen und dachte, dann hörst du irgendwann auf, hast eine Wohnung, lernst ein paar Leute kennen. Aber dann merkte ich schon nach 3 Wochen, wie blöd ich eigentlich bin, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Und dann schämte ich mich für meine Hybris, die ich da sozusagen angelegt habe und habe das Studium dann zu Ende gemacht. Ja, also glücklicherweise brachen Sie es nicht ab. Aber erklären Sie mir mal, welche Wissenschaften stecken hinter Kulturwissenschaften? Also da gibt es zwei Sektionen. Es gab einmal in Leipzig eine, die war stärker auf praktische Kulturarbeit ausgerichtet. Und in Berlin war es etwas, Professor Dietrich Mühlberg hat sozusagen versucht, eine Kulturgeschichte des Alltags zu schreiben, Kulturgeschichte des Alkohols. Also sozusagen, was hat der Alkohol in der Sozialdemokratie meinetwegen bewirkt? Das sehen wir heute noch, die Schäden. Aber das war ja teilweise, ging das mit dem Versammlungsverbot zusammen, dass sozusagen die Sozialdemokraten sich nicht im Freien treffen durften. Die mussten in die Gasthäuser. Ja, und da trinkt man auch mal ein Bierchen. Also diese Untersuchungen sind einmal die kulturtheoretische gewesen. Und dann, was mich mehr interessiert hatte, war die Ästhetik von Professor Wolfgang Heise, meinem Mentor. Und was studiert man jahrelang an Ästhetik? Das ist eigentlich der Versuch, eine Philosophiegeschichte von der Antike bis über Hegel. Was ist das Schöne, wie wird es definiert? Welche Funktion das Erhabene? Also wie ist es in der Philosophie? Welche Funktion hat das in den Gesellschaften? Wir haben 3 Jahre Hegel gehört, also Vorlesung, Platons Auffassung. Also das ist eigentlich dass man etwas an Philosophiegeschichte gelehrt bekommen hat, was sich speziell um sozusagen den Umgang mit Kunst kümmert. Das heißt, dann hat man doch, wenn man das Studium abgeschlossen hat, einen überdurchschnittlichen Bildungsgrad. Ja, man kann es auch als Behinderung beschreiben. Ja. 1976 gründeten Sie das Liedertheater Karls Enkel. Sie wollten Enkel von Karl Marx und Karl Valentin sein. Sie nahmen sich die aktuelle Situation in der DDR vor. Erzählen Sie uns doch mal, was Sie in diesem Theater machten, wie Sie ankamen und wo Sie spielen konnten. Wie kommt man da so rum? Ja, es gab eine Infrastruktur an Clubs und an Veranstaltungsorten, die es heute nicht mehr gibt. Wenn man beginnt, war das sehr hilfreich. Wir haben einfach versucht, an Traditionen anzuknüpfen, die verloren gegangen sind. Das, was man gemeinhin in den 20er Jahren als Revue beschrieben hat. Also wo theatralische Formen mit Lied, mit Couplet, mit Chanson und mit Liebeslied zusammenkommen, ohne dass es sozusagen eine Überpolitisierung ergibt. Aber so, und dann sind wir rumgefahren und haben versucht, Veranstaltungsorte aufzutreiben und haben dann gespielt. Wir waren alle Studenten an der Humboldt-Uni und haben in der Zeit sozusagen das Theater aufgebaut. Dann haben wir 3 Produktionen gemacht, die sozusagen um den Alltag oder die Gegenwart der DDR kreisten.
da hagelten dann die Schläge und die Einschüsse und das wurde dann immer komplizierter, sodass wir irgendwann gesagt haben, wir müssen aufpassen, dass wir nicht im Provinzialismus verkommen. Und mein Professor Heise hat immer gesagt, hütet euch vor einer Fetischisierung der Unmittelbarkeit. Da wir nicht in die Welt reisen konnten, sind wir in die Geschichte gereist. Wir haben dann sozusagen sehr viele Produktionen über Erich Mühsam, Goethe, Becher, Theodor Cramer gemacht und hatten an der Volksbühne Partner, wo wir spielen konnten, haben da fest, also als freie Leute festgearbeitet und dann eigentlich so eine Art Ästhetik entwickelt, die mit diesem Lied Theater zu tun hatte. Woher hatten Sie Ihre Kenntnisse über die Revue-Tradition der 20er Jahre? Ich habe auch Theaterwissenschaft studiert. Und, und ja, ich kannte Brecht natürlich, ich bin mit Brecht groß geworden. Das ist mein nächster Autor gewesen in meiner Jugendzeit. Und diese Tradition der Theaterauffassung hat mich sehr interessiert. Und dann gab es natürlich auch, es gab Benno Besson, also es gab das reale Theater in der DDR war sehr reich, was auch nach diesen, mit diesen Revueformen zu tun hatte. Und dann hat mich sehr die Commedia dell'arte interessiert, also das alte Jahrmarktstheater aus dem Mittelalter. Man las im Studium auch Bachtin, also Karnevalismus und diese Formen kamen alle. Ist ja auch interessant, dass Lieder wie Ich glaube, ich wäre ein Huhn oder so, oder Ich wünsche oder weiß ich, dass die bleiben über Jahrzehnte. Irgendwie hört man die dann immer wieder. Und es gab auch Kabarettisten, zum Beispiel einen, das ist mir erzählt worden von jemandem, der in der Vorstellung war, in 30er Jahren. Und der nannte sein Schwein, das er auf die Bühne mitführte, Hermann. Dafür ging er wegen Hermann Göring nach Sachsenhausen. Ja. Für 6 Wochen. Und wurde dann wieder entlassen und kam zurück und durfte wieder spielen. Und alle fragten, was macht er jetzt mit dem Schwein? Und da stand das Schwein und er auf der Bühne, da sagte er, wegen diesem Schwein war ich 6 Wochen in Sachsenhausen. Ohne, dass er den Namen wieder verwandt hat. Aber dazu gehört ja auch Mumm, ne? Also, das muss man schon sagen. Warum kam es 1985 zur Auflösung? Dieses Liedertheater. Das Liedertheater hatte dann eine gewisse Tradition und die unterschiedlich, also wir waren alles ja mehr oder weniger Laien und jeder hatte einen anderen Weg eingeschlagen und eine andere ästhetische Konzeption entwickelt für sich selbst. Ich habe seit 1978 mit meinem langjährigen Partner Steffen Mensching zusammengearbeitet. Wir haben zusammen Clownsabende konzipiert. Neues aus der Dada R, letztes aus der Dada R. Das heißt, wir hatten schon eine andere Form entwickelt, wo wir das Gefühl hatten, die Gruppe funktioniert in der Weise nicht mehr. Und das war der eine Punkt. Wir haben eine große Abschiedstournee gemacht. Und das andere war, unsere Sängerin ist in den Westen gegangen. Und dann dachte man auch, ehe man jetzt noch eine andere holt. Dann 1982 wirkten Sie mit an einem subversiven Kabarett, nämlich Hammerrevue. Erzählen Sie uns doch mal, was Sie da so getrieben haben. 1982 ist das Jahr NATO-Doppelbeschluss. Es ist sozusagen eine politische Situation eingetreten, wo man ein gewisses Maß an Loyalität nicht mehr aufbringen konnte. Das war unser Gefühl. Also jetzt geht es nicht mehr darum, Dinge zu befrieden, sondern wir müssen die Verhältnisse zum Tanzen bringen, damit sich was ändert. Also Widersprüche verschärfen und nicht mehr befrieden. Und dafür hatten wir sozusagen eine Off-Produktion. Wir haben mehrere Leute aus der Folklorebewegung, aus dem Chanson und Karls Enkel zusammengeholt. Das waren 14 Personen. Und haben ein zirzensisches Unternehmen gemacht. Da spielte Chaplin, ein Jungpionier. Und haben eigentlich eine große Zirkusrevue gemacht, die schon auf die Verhältnisse einging und sich darüber lustig machte. Aber mit einem anderen Tonfall, den wir das erste Mal probiert haben, der viel stärker an der Commedia dell'arte orientiert war. Also an dem groben Jahrmarktspiel. Was war das provokative Element? Es waren sehr, sehr viele Stellen. Die Revue ist auch dreimal verboten worden und uns sind die Berufsausweise abgenommen worden aufgrund dieser Arbeit. Das war nicht genau zu definieren. Das war, wenn Weißclowns was sagen, kann man doch bei den Funktionären sagen, nee, das sind doch Idioten. Das müsst ihr doch nicht ernst nehmen, was die sagen, wenn ich da als Weißclown bin. Also das Absurde, was darin war, war nicht greifbar. Und das funktionierte unglaublich. Also dann war ein NVA-Offizier auf der Bühne dargestellt, ein Dicker, der sang sozusagen ein Klassiker, Halt zur Stange und sowas. Also das sind sehr absurde Dinge, die man vielleicht gar nicht so beschreiben kann. Das ist der Vorteil von Theater, dass es nicht beschreiben lässt, sondern... Seit 1988
1981 arbeiteten sie freiberuflich als Sänger, spielen Instrumente, schreiben als Autor und wirkten auch als Schauspieler und Regisseur. Brauchen Sie diese Mischung? Sind Sie dann erst ausgefüllt? Ich meine, ich habe auch 5 Berufe. Ja, manchmal ist es so, die Form, in der man sich im Augenblick am genauesten ausdrücken kann, ja, die suche ich mir. In manchen Zeiten ist es das geschriebene Wort, in der letzten Zeit ist es für mich viel mehr die Musik. In anderen Zeiten war es das Theater, da bin ich mittlerweile als beleidigter Liebhaber nicht mehr bereit, überhaupt etwas dafür zu tun. Das sind bestimmte Dinge, wo ich das Gefühl habe, da kann ich am genauesten arbeiten. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich in dem goethischen Sinne Dilettant bin. Das heißt, ich bin kein Spezialist. Ich habe jetzt nicht 18 Jahre Klavier studiert, sodass ich da nichts anders könnte. Sondern so wie ich mir ein Instrument beibringe, weil ich es brauche für den Augenblick, so kann ich mir auch eine Form nehmen für den Augenblick, um etwas zu formulieren oder darzustellen, was mit anderen Mitteln nicht möglich wäre. Erzählen Sie uns noch mal ein bisschen was aus Ihrer Zeit als Schauspieler und als Regisseur, was Sie da gemacht haben. Das weiß man ja heute zu wenig. Na, ich habe diese Hammer-Revue zum Beispiel inszeniert. Das war meine erste große Arbeit. Und ich war bis zur Generalprobe, saß ich sozusagen im Zuschauerraum, habe das alles organisiert. Und dann hatte ich mir gedacht, als einer kann nur noch am Schluss in die Show rein, das kann Weißclown nur sein. Also habe ich einen Weißclown gemacht und bin dann zur Premiere auf die Bühne gegangen, sodass dann alle staunten, was macht denn der hier? Und das ist eine Form, die für mich mit dem Theater immer eine sehr gruppendynamische Sache hat. Ich kann, wenn ich kluge Leute um mich habe, in der Inszenierung mehr denken und besser denken, als wenn ich allein bin. Ich brauche, so wie ich das im Publikum auch in Konzerten habe, ich brauche das Empfinden, dass jemand denkt. Also wie Sie jetzt denken, dann fange ich auch an zu denken. Wenn keiner denkt, denke ich auch nicht, dann ist es so da. Und so ist das in den Proben. Das finde ich das Interessante auch beim Musizieren. Das ist für mich ein kommunikativer Prozess. Wir Menschen sind so angelegt und unsere Art im Moment, uns immer zu sozusagen egoistisch zu positionieren, nimmt uns auch etwas von unserer Erkenntnisdurchlässigkeit, die wir in kollektiven Prozessen haben können. Das ist sozusagen, ich habe sehr viel Konzert aus dem Gendarmenmarkt, habe ich mehrere Jahre Kinderkonzerte betreut und inszeniert, bis ich zweimal rausgeflogen bin. Das war einmal, weil ich irgendwie, glaube ich, in einem Stück gesagt habe, Beethoven war taub und Schröder ist es noch nicht oder so. Dann gab es 2 Aussprachen, das war aber nach der Wende. Dann wurde der Vertrag gekündigt und dann habe ich mal wieder eine Weile gearbeitet, dann habe ich eine Freischütz-Variante gemacht am Schauspielhaus für 3 Solobläser, ein Stück für 2 Tubisten. Ich habe viele Jahre das Bedürfnis gehabt, mich um asoziale Instrumente zu kümmern. Also Instrumente, die nicht sozusagen so im Vordergrund stehen. Das ist meine Sehnsucht, oder nicht meine Sehnsucht, meine Fürsorge um die Schwachen. Und als Schauspieler? Als Schauspieler habe ich sozusagen in unseren Stücken gespielt. Wir haben teilweise in Produktionen an der Volksbühne auch mitgewirkt. Und, ja. Seit 1979, zunächst bis 1999, gab es eine enge Zusammenarbeit mit Steffen Mentsching. Sie machten zusammen Clownstücke, Bühnenprogramme, zum Beispiel Neues und Altes aus der Da-Da-R, wirkten mit ihm zusammen auch in dem letzten Defa-Film Letztes aus der Da-Da-R. Das Erste, was mich interessiert, warum ergänzen Sie sich künstlerisch so genial? Das liegt vielleicht am Temperament, was man hat, und an ähnlichen Interessen. Also ich habe Mentsching kennengelernt bei einer Veranstaltung in Pezzo, war sozusagen ein Heim, nicht für schwer erziehbare Schriftsteller, sondern für junge Schriftsteller. Da gab es wirklich die große Chance, dass man als junger Autor mit sehr guten Autoren ins Gespräch kam, also ein gutes Verhältnis zu den Meistern aufbauen konnte, was hier heute sozusagen obsolet ist, weil die Alten, das braucht doch keiner. Aber ich bin so groß geworden und die Erfahrung von diesen Leuten hat mich sehr geprägt und hat auch sozusagen meine Ästhetik und meinen Schreibstil verbessert.
Und man trank da immer und es blieb einen Abend nur einer übrig. Das war Mensching. Die anderen gingen schon ins Bett. Es war um drei. Und dann fanden wir im Kühlschrank noch eine Flasche Wodka. Die haben wir getrunken. Und da war unsere Freundschaft besiegelt. Und ich hatte damals angefangen, einen Abend zu konzipieren über Erich Mühsam, einen anarchistischen, großartigen Dichter, der auch fast vergessen war. Und habe dann mit Mensching zusammengearbeitet. Und dann merkten wir, wir lesen die gleichen Bücher. Wir mögen die gleiche Art von Lyrik, wir haben eine ähnliche politische Auffassung und wir sind von der Physiognomie unterschiedlich. Einer ist groß, einer ist klein. Also wie ungefähr, wie jetzt mit uns. Ich kenne das. Ich sage immer, der eine ist lang, der andere kurz. Okay, weil das ja, aber, ist gut. Ja, 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 ist besser. Ich will mich korrigieren. Sag es, ich sage es auch andere nicht streichen. Immer, ja. Kann man sagen, das war damals und ist auch heute eine tiefe Freundschaft, natürlich auch mit Höhen und Tiefen, aber würden Sie das so sagen? Ja, ich glaube, das ist etwas, wir haben jetzt ja vor 2 und vor 3 Jahren wieder angefangen, Produktion zu machen und wir saßen zusammen und waren innerhalb von 10 Minuten wieder auf dem Standard, wo wir aufgehört hatten. Wir konnten zusammen an einem Text schreiben. Warum haben Sie denn 99 aufgehört, zusammenzuarbeiten und 2016? Eben wieder angefangen. Zufälle oder? Nee, nicht Zufälle, das ist verschiedene Sachen. Wir haben eigentlich die Pflicht gehabt, ab 1990, das ist unsere legendärste Vorstellung gewesen, wir haben am 3. Oktober, also am 2. Oktober 1990 im Maxim-Gorki-Theater um 23 Uhr unsere Vorstellung begonnen und um 1 Uhr im Vereinigten Deutschland aufgehört. Das heißt, wir haben eine Vorstellung in 2 Ländern gespielt, ohne den Saal zu verlassen. Und das waren viele Leute, die da drin saßen, wollten sozusagen dem Taumel entkommen, wie unter den Linden mit der Banane langgelaufen wird. Und Wahnsinn, Wahnsinn. Die saßen da drin und wir haben um 0 Uhr den Wecker gestellt und haben gesagt, und jetzt kommt das. Und, so, und dann hatten wir das Gefühl, dass uns unser Publikum sehr braucht über diese ersten Jahre. Und wir haben dann wirklich, dann war Pirbos Intendant am Maxim-Gorki-Theater, der hat uns sozusagen eröffnet, dass wir jeden Monat 1 oder 2 Vorstellungen spielen können und haben dann sehr kontinuierlich produziert und ja, das unser Publikum eigentlich begleitet über diese Zeit der Verunsicherung, die man hatte. Was konnte man noch von seinen eigenen Erfahrungen, was durfte man noch benutzen, worauf durfte man sich noch berufen? Das war etwas sehr Wichtiges. Nebenbei kam, dass sich der ganze westdeutsche Kabarettmarkt für uns geöffnet hat, was ein Desaster war, weil sie mit unserer Form überhaupt nicht klarkommen, weil wir kein Kabarett gemacht hatten, sondern, ja, was ist denn das? Ihr seid keine Sänger, ihr seid keine Artisten, ihr seid keine Kabarettisten, was ist denn das? Und dann spielt man 3 Wochen en suite in Stuttgart. Und das sagt im Grunde alles. Das zerstört ja eigentlich ein Leben grundlegend. Ja, ich bin wie kein Mensch, der 3 Wochen spielen muss. Ich verbrenne auf der Bühne und wenn ich 3 Vorstellungen spiele, dann reicht mir das. Dann brauche ich mal ein paar Tage, dass ich wieder lesen kann. Und so ist es. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, mit keinem Menschen so oft gefrühstückt wie mit Steffen Mensching. Und so oft was? Gefrühstückt. Ah. Im Hotel und wenn man unterwegs war. Und das ist dann auch eine Nähe, die fängt an zu beengen. Und dann mussten wir einfach sagen, wir müssen das Projekt ist irgendwie ausgelaufen. Ja. Und jeder muss, wie bei so einem Pendel, man muss dann erstmal auseinanderschwingen und da braucht man eine Weile, ehe man dann wieder zusammenkommt. Und wie kam es 2016 wieder dazu? Das jetzt ich hatte meinen 60. Geburtstag und den haben wir Admiralspalast gefeiert mit einer großen Revue. Und ich hatte gefragt, wollen wir nicht unsere Standardszene, so ein Aufbau eines Notenständers, spielen, ob wir das nochmal hinkriegen, das ist mit Akrobatik und so. Da haben wir uns kurz getroffen und haben das gespielt und merkten in der Vorstellung, dass es wieder Vitalität bekommen hatte. Also auch durch die Umstände drumherum. Die Gesellschaft ist sozusagen nicht mehr so betäubt, wie sie in den Jahren davor war. Es ist radikaler geworden. Es ähnelt wieder mehr dem Zustand Ende der DDR. Ja. Und das auf einmal merkt man, und wenn man das Gefühl hat, dass die Form gebraucht werden könnte, beginnt sie mich zu interessieren. Und dann haben wir wieder gearbeitet. Bevor Sie und Sie sich eine Pause von mir verdient haben, möchten wir Sie gern noch mal hören. Kann man machen.
Ich stimme noch mal für Sie. Nimm dein Glas und wirf es an die Wand, hier in diesem aufgeblasenen Land. Ehe dir noch der Kopf vor Zorn zerplatzt, ehe du noch zerschlägst, was du noch brauchst, ehe du dir den guten Geist verrauscht, ehe du dir den ganzen Tag verpatzt. Wen du wählen wirst, weiß man schon längst, weil du ewig nur im Netz rumhängst. Längst gespeichert hat man dein Gesicht. Wer noch schuften muss, ist übel dran, weil man sich hier alles kaufen kann. Und du hast die Kohle eben nicht. Sing den Trotz dir aus der Kehle, gib dich nicht geschlagen, kotze dir nicht deine Seele aus dem Magen. Reck zum Selfie grüßend dir den Arm, in den Städten wird es langsam warm, auf den Autobahnen übt man Krieg, die Parteien halten sich die Hand, mach mal Urlaub in einem ärmeren Land, jeder Auslandseinsatz bringt dir einen Sieg. Weiter so, nur immer weiter so, und die Zeitung liest man auf dem Klo. Irgendwie wird alles hier verdaut, an der Scheiße sind wir selber schuld. Wir lieben uns und üben in Geduld, bis die Pole endlich abgetaut. Sing den Trotz dir aus der Kehle, gib dich nicht geschlagen, kotze dir nicht deine Seele aus dem Magen. Stemm dich nur mit aller deiner Macht gegen alles, was dich blöde macht. Widerstehen fordert allerhand. Man wird einsam, wenn man anders denkt, denn die Wahrheit wird hier nicht verschenkt. Nimm dein Glas und wirf es an die Wand. Sing den Trotz dir aus der Kehle, gib dich nicht geschlagen, kotze dir nicht deine Seele aus dem Magen. Sing den Trotz dir aus der Kehle, gib dich nicht geschlagen, kotze dir nicht deine Seele aus dem Magen. Pause. Ich muss Sie mal nach zwei Leuten fragen. Der eine lebte auch in Ihrer Stadt, nicht ganz so unglücklich, was die Kleinstadt betrifft, nämlich Friedrich Schollemer. Und der andere, der mich auch interessiert, ist Gundermann. Haben Sie den kennengelernt? Wann und wie? Am meisten bewundere ich an dem, dass er bis zum Schluss wirklich Baggerfahrer war. Ja, aber er wird jetzt als Sänger geehrt. Ja. Was vielleicht auch ein bisschen ungerecht ist. Vielleicht hat er mit dem Bagger auch viel geleistet. Ja, ich kenne Gerhard Gundermann sehr gut über viele Jahre. Ja. Haben Sie mal was zusammen gemacht? Ab und zu mal Konzerte gemeinsam, wo jeder mal einen Teil gemacht hat. Davon. Ich war öfters bei ihm, wir haben uns oft ausgetauscht. Ganz in seinen frühen Jahren war er doch eher als intellektuellen Beißer eingesetzt bei den Werkstattwochen, weil er aus dem Proletariat kam. Na klar. Hat er uns immer gezeigt als Studierte, dass wir doch die falsche Weltsicht haben. Das hat sich später gegeben, als er auch weiser wurde. Ist ein Kollege. Nein, der schreibende Arbeiter war auch eine tolle Erfindung. Ja, selbstverständlich. Ja. Ich bin auch schreibender Arbeiter. Ja. Ich bin sozusagen 100 Tage im Jahr auf Konzerttournee und wenn ich frei habe, schreibe ich.
Also ich bin auch ein schreibender Arbeiter. Nee, Sie haben ja gerade gesagt, wenn Sie frei haben. Sie dürfen nicht sagen, dass Sie frei haben. Sie müssen sagen, dann arbeite ich. Ja, ist richtig. Es ist eine Definitionsfrage. Ja, aber sagen Sie mal, was mich auch interessiert, Schollheim, haben Sie den schon zu DDR-Zeiten kennengelernt? Schollheim, ja. Meine Art. Wie war Ihr Verhältnis? Aufgeschlossen. Meine Art des pubertären Protestes bestand darin, dass ich über 2 Jahre die Bibel gelesen habe und mich mit sehr vielen Leuten aus der jungen Gemeinde in Wittenberg angefreundet habe. Und ich als Marxist und Sie als Christen, wir haben sehr wunderbare Gespräche geführt in der Zeit, wenn man sucht, was man für ein Weltbild hat, was man sozusagen sich vornimmt. Und in diesem Zusammenhang bin ich auch auf Friedrich Schollheimer getroffen. Ja, ich muss Ihnen sagen, dass das Neue Testament natürlich die Erfindung der Dialektik ist. Das Geniale bei der Bergpredigt besteht darin, dass ja das Alte Testament nie aufgehoben wurde. Und dann macht er Folgendes, dass er sagt, in der Schrift steht, aber ich sage euch. Das heißt, er verkehrt das alles ins Gegenteil. Genau. Das finde ich genial, ehrlich gesagt. Das ist ja mit den Parteitagsbeschlüssen später in der DDR auch übernommen worden. Ich verstehe überhaupt nicht, weshalb Sie lachen. Aber mal abgesehen davon steht zum Beispiel in der Bergpredigt drin, dass ich meine Feinde lieben soll. Das konnte ich nicht. Aber wissen Sie, was eine gewisse Stärke von mir war? Ich habe nicht zurückgehasst. Genau. Also nicht heute, sondern 90, 91, 92. Und dann trittst du sofort souverän auf. Wissen Sie, wie man das schafft, nicht zurückzuhassen? Du musst analysieren, warum das Gegenüber dich hasst. Er sagt, der hat das Leben geführt, der hat nur das von dir gelesen, der weiß nur jenes. Und in dem Moment, wo du das analysierst, beurteilst du ihn milder und hasst nicht zurück. Also lieben nur nicht, das konnte ich nur auch nicht, so weit konnte ich nicht gehen, aber immerhin so den halben Weg. Es geht darum, sein Denksystem zu verlassen. Richtig. Man kann es nicht analysieren, das ist das Gödel'sche Phänomen in der Mathematik. Man kann ein System nicht analysieren, wenn man Bestandteil ist. Wenn ich in meinem Denksystem bleibe, dann bin ich nicht in der Lage, das andere irgendwie zu begreifen. Ich muss mich daraus sozusagen ein Stück frei machen. Das ist das Dilemma, in dem gerade unsere Gesellschaft lebt, dass wir alle in einzelnen Echoräumen existieren und sozusagen nicht mehr wahrnehmen, was andere denken. Das nimmt auch zu. Ich will nur ein Beispiel sagen, was hochinteressant ist, welche Begriffsdogmatik es gibt. Nun bin ich nicht bereit, ich will das jetzt gar nicht erklären, warum, die DDR als Unrechtsstaat zu bezeichnen. Was nicht bedeutet, dass ich nicht weiß, dass es staatliches Unrecht gab. Das gab ich, etc. Aber weil ich den Begriff nicht benutze, gehöre ich nicht zum Mainstream. Genau. Es ist egal, was ich inhaltlich sage, einen Begriff, den musst du benutzen. Und die Journalisten sind auch so, dann sagen sie es doch. Und ich sage, nee, sage ich nicht aus den und den Gründen und so weiter. Und das können die nicht nachvollziehen. Das ist das alte Problem. Das ist im Märchen von Rumpelstilzchen, ist es ja veranlagt. Ja. Sobald die Königstochter den Namen des Unrechts benannt hatte, hat er den Zauber verloren. Und ja. Durch eine begriffliche Fixierung verlieren wir auch sozusagen die Möglichkeit, differenzierter nachzudenken über bestimmte Dinge. Das stimmt. Wie kam es dazu, dass Sie 1988 die Demokratisierung in und auch für die DDR gefordert haben? Also, und welche Reaktionen gab es? Wieso wurde Ihnen dann offiziell 88 angeboten, die DDR per Ausreise zu verlassen? Das ist ja doch relativ selten gewesen. Das sind ja eher inoffizielle Unterschiebungen, wo man sagte, da gibt es eine Möglichkeit. Meine Platte Reisebilder konnte nicht erscheinen. Mein Buch Reisebilder lag 7 Jahre auf Halde, kam nicht raus. Eine Produktion, die wir gemacht hatten, eine Sichel-Operette als Anschluss an die Hammer-Revue, wurde auch stark, ja, eine ganz klassische Form gewesen. Die Prinzessin von Tiffany von Monaco kommt nach Berlin und verliebt sich in einen jungen ostdeutschen Bauarbeiter. Und dann fährt sie aber zurück, weil ihr Hund krank ist. Also wie eine Operette sein muss. Und in dieser Konstellation, die Produktion ging auch nicht ganz auf. Der Hauptdarsteller stieg wahrscheinlich auf höheren Auftrag eine Woche vor der Premiere aus dem Unternehmen. Ich war recht krank und dann hatte ich eigentlich keine sehr gute Perspektive mehr für mich in dem Land. Und dann gab es es bestünde doch eine Möglichkeit, mich kurzzeitig zu entsorgen, damit etwas Ruhe ist. Aber wie wurde Ihnen das näher gebracht? Irgendein Funktionär sagte, man kann auch die Ausreise beantragen? Nein, es ging nicht um Ausreise. Es ging nicht um Ausreise, sondern man könnte mir auch einen Pass zur Verfügung stellen für die Bundesrepublik.
Ah. Und so, dass sie also mit einem DDR-Pass hätten ausreisen können, sich dort dann hätten einen westdeutschen Pass geben lassen und dann beide benutzt hätten. Genau. Also so eine Möglichkeit ja. gab es ja sozusagen zur, das war ja. früher Wellnessbetrieb für Kunstschaffende, ja. mehr oder weniger. Aber in der Regel mussten die Künstler darum kämpfen, ihnen wurde das angeboten, sie störten zu sehr. Möglicherweise, ich weiß es nicht, ich kann ja von außen nicht gucken. Ich empfand mich nicht als störend, ich selbst konnte mich ertragen, aber die Bedingungen waren nicht mehr sehr günstig für mich. Ah, das kenne ich. Nach 90 war ich in Ost und West gleichermaßen einer der unbeliebtesten Männer. Ich selbst fand mich aber netter. Also genau. das ist aber so, genau, sowas gibt es. Ja. Wenn man das noch sieht, dass man selbst nett ist, dann geht es. Ja. Wenn man aber sich selber auch noch anfängt zu hassen, ja. dann hat man verloren. Dann ist aus, ja. Das stimmt. Wie kam es, dass Sie zeitweilig Auftrittsverbote erhielten und auch mal im Gefängnis saßen? Wie lange und weshalb waren Sie im Gefängnis? Ich war am legendären 7. Oktober 19. Also ich war bei der Armee, war ich glaube ich zweimal längere Zeit im Gefängnis. Und dann war ich einmal in der 11. Klasse im Gefängnis. Da hatte ich eine Trampreise gemacht auf den Spuren von Caspar David Friedrich, der mich interessiert hat. Und ich habe so dann einen Gedichtzyklus geschrieben und bin viele Orte abgefahren. Und hatte in meiner Karte auch eingeschrieben, mir war ja auch mal in Lübeck und so und das alles eingezeichnet. Und dann saß ich an der Ostsee, an der Westgrenze vor einem Konsum und trank eine Flasche Milch und dann kam ein Polizeiauto und legte mir Handschellen an und nahm mich mit wegen versuchter Republikflucht, die ich aber gar nicht vorhatte. Ich saß da, glaube ich, eine knappe Woche in so einer Zelle. Meine Eltern wurden informiert, ihr Sohn hat versucht, die Republik zu verlassen, was ja nun gar nicht stimmte. Bis dann alles überprüft wurde und mein Zimmer untersucht wurde, ließ man mich dann irgendwann raus. Das war das eine. Und in Hoyerswerda, das ist eine meiner schönsten Erlebnisse. Wir haben damals eine Resolution verfasst für die Unterhaltungskünstler. Die hatte ich sozusagen vorbereitet und geschrieben. Und mit einigen Gegenbemerkungen haben wir sie doch durchgesetzt und hatten uns verpflichtet, solange diese Resolution nicht in einem offiziellen Medium der DDR erscheint, verpflichtet sich jeder Künstler, der sie unterschreibt, vor der Vorstellung sie vorzutragen. Und das hat sich natürlich schnell rumgesprochen und wir waren lange auf Tournee und immer gab es vorher Aussprachen. Und wir haben den Abend vorher in Cottbus gespielt, wo ich gestern zufällig auch wieder mal war, da habe ich mich daran erinnert. Und sind nachts, weil uns Leute sagten, haut ab, die wollen euch verhaften, sind wir schon nach Hoyerswerda gefahren, wo wir am nächsten Tag spielen sollten mit Mensching. Und haben uns abends in den Club gesetzt und im Lausitzer Gebiet wird viel getrunken. Wir waren dabei, Blauer Würger. Und also, aber Blauer Würger war von den Kumpeln der Schnaps, der Deputatschnaps. Nee, der Blauer Würger war das, der hieß, es war ein Kornbrand, ja. der ein blaues Etikett hatte. Und der seinen Namen sozusagen von der Wirkung des nächsten Tages bekommen hatte. Und wir hatten jedenfalls gut getrunken und wurden wir waren damals noch Nachwuchskünstler und schliefen in einem Doppelzimmer, also zu zweit. Und dann klopfte früh um 6 Uhr an der Tür, an der Hoteltür. Und wir machten das Zimmer auf und dann stand eine Delegation da. Wir nachlässig gekleidet, wie Ostdeutsche sind, in schlapprigen Unterhosen, öffneten die Tür und dann sagten sie, ja, sie wollen die Vorstellung absagen. Wären gestern da gewesen und es hätte ihnen nicht gefallen und wir dürften heute nicht in Hoyerswerda spielen. Da haben wir kurz überlegt und haben gesagt, na ja, wir sind Rat des Kreises, ihr Ding, zahlen Sie das Honorar? Und diese Frage hatte sie völlig sozusagen überrannt. Auf die waren sie nicht gekommen, ja. Genau. Ja, haben sie sich zurückgezogen, haben gesagt, ja, wir zahlen. Und dann haben wir gesagt, okay, aber sie werden nichts dagegen haben. Wir spielen übermorgen im Nationaltheater in Weimar, dass wir dann heute in Hoyerswerda bleiben. Da wurde man auch unsicher. Ging, und dann sind wir in den Club und hatten noch überlegt, was wir als Aktion machen, dass wir unsere Kassetten einspielen und wir uns mit einem Pflaster über den Mund, wie man eben als Revolutionär in diesen Zeiten sein wollte, rumlaufen. Aber es passierte nichts. Ungefähr 14 Uhr wurde der Club mit Polizei umstellt und wir wurden verhaftet. Und dann gab es längere Verhöre und es gab einen Kriminalkommissar, der ein bisschen auf unserer Seite war und sagte, die wollen ihr Hausfriedensbruch machen. Das ist das Einzige, was sie euch vorwerfen können. Und
wir hatten dann immer so eine Rückmeldung über, mit Tamara Danz und so, die sich unterschrieben hatten, die Resolution. Wenn einer sich nicht alle 2 Stunden meldet, ist irgendwas passiert. Und dann gab es ein bisschen Aufruhr in Berlin und dann hatten wir in Hoyerswerda um 0 Uhr am 8. Oktober, also in der 0. Stunde, eine Gerichtsverhandlung. Ach nee. Ein Schnellgericht. Und dann wurden wir sozusagen dazu verdonnert, das war das Einzige, was sie durchsetzen konnten, dass wir, ich glaube, 1 oder 2 Jahre das Kreisterritorium von Hoyerswerda nicht mehr betreten dürfen. Ansonsten droht uns eine Strafe von 10 Jahren Haft. Also ganz, ganz großes Ding, wie in amerikanischen Filmen. So. Dann hat man uns mit den Handschellen an die Kreisgrenze gefahren und hat die aufgemacht und wir durften in unser Auto steigen und sind weitergefahren. Also es hatte etwas von Operette auch. Ja. Also Hoyerswerda sollte geschützt werden. Ja, ja, ich denke. Und das war am 7. Oktober 1989. Genau. Ja. Ist ja alles nicht zu fassen. Das Angebot zur Ausreise nutzten Sie nicht, sondern reisten nach Nicaragua und arbeiteten dort als Krankenwagenfahrer und Musiker. Wie wurden Sie von diesem Aufenthalt geprägt? Das interessiert mich. Ich war auch mal in Nicaragua, insofern interessiert mich das. Es ist erstmal, ich war vorher gesundheitlich sehr angeschlagen. Ich konnte nicht mehr rauchen, konnte keinen Kaffee mehr trinken und keinen Alkohol trinken. Also im Grunde war das Leben eigentlich sinnlos. Und ich, das verstehe ich sehr gut. Ja, und mit dem Rauchen und Kaffee kann ich verzichten, dafür trinke ich Tee. Aber der Rest wäre schlimm. Und ich kam dort an und war gesund. Das war sozusagen das Fehlen der Welt, was ich da empfunden habe. Und das Fehlen einer Normalität. Wenn man auf einmal sieht, wie die Leute da in dem Krankenhaus, eine Riesenschlange, das ist Hospital Carlos Marx gewesen, was von der FDJ finanziert worden war, wie die da den Leuten geholfen haben und welche Notwendigkeiten auf der Welt eigentlich existieren und welche Hybris man hat, dass man sozusagen sich fast das Leben nehmen würde, weil ein Buch nicht erscheint. Also diese Relationen beginnen sich zu verschieben. Und das war ein sehr großer Eindruck von mir. Ich bin meinem Provinzialismus entkommen und habe natürlich auch die frühe Utopie der Sandinisten sehr genossen, die sehr durchlässige demokratische Gesellschaft, die sie versucht haben. Das ist ja heute alles eine Katastrophe da, aber richtig. Das Land hat mich sehr geprägt, hat mich vielleicht vor einem Zynismus gerettet und eben auch zum Trinken gebracht wieder. Aber, glaube ich, aber 2014 waren Sie mit einer Band auf Kuba und auch wieder in Nicaragua. Wie erlebten Sie Kuba und was hatte sich nun zu Ihrem ersten Erlebnis in Nicaragua für Sie verändert? Das sozusagen dieses, ich will es mal vielleicht so beschreiben, dieses Leuchten in den Augen von Leuten, die hoffen, macht die Menschen schön. Und wenn das verschwunden ist, ist auf einmal nur noch Armut da. Und das erlebte ich dann dort, dass die Gesellschaft, natürlich haben die Sandinisten, also vor allem Ortega mit seiner Frau, die haben da eine Art Personaldiktatur aufgebaut und die interessanten, wirklich nachdenklichen und klugen Leute aus der Partei rausgedrängt. Das habe ich erlebt. Ich habe erlebt, wie der ganze Aufbruch nicht mehr funktionierte. Dass die Alphabetisierungskampagne, die sie am Anfang hatten, das ist faszinierend, wenn man die Kinder da in den Schulen hat, auf einmal sitzen sehen und die lernen alle schreiben und lesen. Ja. Das in so einem armen Land, was ja eigentlich quasi der Hinterhof der USA war, also das Bordell, das brach wieder alles zusammen durch den Neoliberalismus, der sich sozusagen... Mich erinnert Ortega heute an Berlusconi, muss ich mal sagen. Und Kuba? Und Kuba, ja, das ist ein Stück natürlich, dass man auch etwas von dem Alltag der Leute da verstanden hat. Wir haben ihnen Gitarrensaiten mitgebracht, so wie früher meine Westkollegen, wenn sie in die DDR gekommen sind, mir Gitarrensaiten mitgebracht haben. Man erlebte eine gewisse Vitalität des Alltagslebens, keine große Armut, was für die gesamte dritte Welt immer noch ein unglaublicher Gewinn ist. Ja. Ich habe das als große Normalität erlebt. Mich hat vor allem natürlich der musikalische Einfluss interessiert. Ich habe da mit meiner Band im Studio eine Platte eingespielt, mit kubanischen Musikern zusammen und dann ein paar Konzerte gespielt. Ja. Sie haben mit Steppen Mensching auf der großen Kundgebung am 4.11.1989
auf dem Alex gesungen, das Grenzlied. Wie haben Sie diese Kundgebung, diesen Tag damals empfunden? Dazu muss ich Ihnen noch sagen, dass jetzt die Süddeutsche Zeitung, also im November, die größten Kundgebungen in der Geschichte Deutschlands veröffentlicht hat, die vergessen hat. Wirklich vergessen. Und dann hat einer nachher gesagt, aber es gab doch noch die vom 4.11.89 in Ostberlin. Ach, sagen Sie, blöde Scheiße, haben wir vergessen. Das ist nicht ganz atypisch. Nee, ich glaube auch. Ich meine, wenn wir jetzt, wir haben ja gerade diese unglaublichen Sedan-Feiern überstanden. Das ist, aber jetzt kommt 30 Jahre ja, Einheit, das wird noch schlimmer. Drauf. Ja. Aber wenn Sie sehen, am Ende war sozusagen die wirkliche geschichtliche Tat der Wende, dass Genscher auf dem Prager Balkon gesagt hat, sie dürfen ausreisen. Also man versucht, das Subjekt der Geschichte zu verlagern in den Westen. Das ist sozusagen, ein berühmter Vorwurf ist immer, wenn man irgendwie zusammen ist mit ausgereisten Künstlern und sagen, ja, warum bist du denn nicht ausgereist und du bist ein Opportunist. Und dann sage ich immer nur, wenn ich ausgereist wäre, wer hätte denn die Wende gemacht? Also es ist ja doch die und diese Verschiebung in der historischen Subjekte, das ist ein Problem. Das werden wir nächstes Jahr nochmal extrem rauskriegen. Das ist eher, ja, eine verhausschweinte Revolution, die man sozusagen damit hineinnimmt. Und die Gewaltlosigkeit ist eine Gewaltlosigkeit von beiden Seiten. Das wird auch vergessen. Also es wurde nicht geschossen. Die Demonstranten waren gewaltlos und von einem 4. November war es auch eine Gewaltlosigkeit von beiden Seiten. Das ist ein Sonderfall auch von der Macht. Und wenn man das nicht irgendwann genauer beschreibt und betrachtet, lebt man nur in dem Dunst von ideologischen Rastern. Ab 9. Oktober. Vorher wurde Gewalt angewendet. Genau. Und in der Nacht vom 8. zum 9. wurde der genau. Schluss damit. Genau. Ja. Übrigens ist das einer der wenigen Geheimdienste, was man alles gegen die Staatssicherheit sagen kann, der sich hat auflösen lassen. Sie glauben sich doch nicht im Ernst, dass Obama hätte die CIA auflösen können. Ja, gar keine Chance zu gehabt. Das ist hochinteressant, weil das kommerzieller organisiert war, das andere ideologischer. Die dachten ja wirklich, sie sind irgendwie für die Mehrheit des Volkes da. Und als sie merken, die Mehrheit des Volkes will sie gar nicht, weil sie so demotiviert, dass sie auch freiwillig nach Hause gegangen sind. Na, schön. Also, und dann kam die Maueröffnung und später die deutsche Einheit. Stimmt es, dass sie dazu gemischte Gefühle besaßen? Und wie sah diese Mischung aus? Ich habe immer gemischte Gefühle, bei mir sind nie reine Gefühle. Ja, aber Sie können sehr klug sein, sehr intelligent sein, aber weise ist man erst mit ab 70. Okay. Und deshalb, es tut mir leid. Und deshalb muss ich Ihnen sagen, jede negative Sache hat auch eine positive Seite und umgekehrt. Wissen Sie, was die positive Seite beim Brexit ist? Den anderen 27 Ländern ist der Austritt vergangen. Das Affentheater tut sich so schnell keiner an. Ja? Das ist richtig. Ja. Ja. Und das muss man lernen. Also nochmal, wie waren da so Ihre Gefühle, dass dieses Hin und Her, man hat das ja, Sie waren ja in der Wendezeit beide berühmt, also Mischnick und Sie, und zwar auch, weil diese gespaltenen Gefühle so gut zum Ausdruck kamen. Ich hatte mir eine Metapher zurechtgelegt, da ich Dichter bin, habe mir gesagt, du fliegst jetzt aus einer künstlichen Höhe auf die Realität. Und desto mehr du dich sträubst, desto später kommst du auf. Wir haben alle 9,81 Meter pro Sekundenquadrat als Erdbeschleunigung. Und wenn man sich sträubt, kann man das ein bisschen bremsen. Aber ich wollte aufschlagen. Ich habe keine Unternehmung ABM oder sowas gemacht. Ich habe versucht, mit diesen neuen Bedingungen klarzukommen. Und hatte auch gleich nach, glaube ich, einem Dreivierteljahr die erste Tiefenprüfung vom Finanzamt. Und dann wusste ich, aha, hier ist der Hase. Und hatte dann Gott sei Dank einen Steuerberater, der mir geholfen hat, und ein Westberliner, der gesagt hat, Herr Wenzel, Sie wissen, was bei Ihnen die Stasi war? Das ist bei uns das Finanzamt. Beachtlich. Wie ging es denn für Sie künstlerisch nach der Herstellung der Einheit weiter? Wer lud Sie zu Auftritten ein?
Also ich verstehe ja, die Ostdeutschen wollten ja erstmal die Westsänger und so weiter, weil sie ja so lange nicht da waren. Das, ich weiß auch, wann sich das drehte. Das war viel später. Aber deshalb war es ja für Künstlerinnen und Künstler aus der DDR wirklich sehr schwer zu lesen. Wenn der Frank Schöbe singt genauso gut Schlager wie andere, aber 3 Jahre keine Chance im Fernsehen etc. Übrigens habe ich Kuhl mal gefragt, warum er die Eliten nicht vereinigt hat. Und dann hat er zu mir gesagt, weil das meine Eliten nicht wollten. Was auch stimmt, aber da habe ich ihnen zugesagt, die Osteliten waren doch dann auch ihre Eliten. Ja, ja. Das dauert eben eine Weile, bis man das begreift. Ja, ja, das ist als, der Elitenbegriff ist nicht für den Osten anzuwenden. Hm? Das sind Nomenklatura, heißt es da. Ja. Das ist, ich habe das, am Anfang haben wir sehr, sehr viel gespielt. Ich habe in der Zeit wenig Musik gemacht, sondern mit Menschen. Die Kabaretts der DDR konnten alle ihre Stücke nicht mehr spielen. Wir konnten alle unsere Stücke noch spielen, weil wir nicht sozusagen kein direktes Kabarett gemacht haben, sondern ein absurdes Theater, was mit politischen Dingen zu tun hat. Dann war auch eine große Euphorie des Westens, ja, wir wollen unsere Brüder und Schwestern auch bei uns in den Clubs haben. Wie gesagt, wir haben lange Tourneen gehabt in der Bundesrepublik, ein paar Preise bekommen. Und dann setzt die Normalität ein. Dann ist der Taumel der Hochzeitsnacht war vorbei und dann geht es um Checken von Marktanteilen. Und dann war man schon nicht mehr unbedingt der große Freund. Und dann setzte sozusagen eigentlich eine Normalisierung ein. Ich erinnere mich an ein Schlüsselerlebnis, das ich hatte. Ich habe mit meiner Band in Gütersloh gespielt. Es war ein Saal für 600 Leute. Und es waren 7 Personen da. Und meine Band fragte, spielen wir? Und ich sagte, klar, wir spielen. 2 waren noch von der Presse, also 5 Zahlende. Ich sage, wir spielen und wir spielen so gut wie nie. Und ich saß in der Garderobe und merkte, dass ich meinen Stolz brechen musste. Hier hatte ich sozusagen den Vorteil, wenn der Wein ist scheiße hinter der Bühne, hier kann ich nicht spielen. Nimmt man mich nicht ernst? Und man musste auf einmal, ich habe mir gesagt, stell dir vor, du bist 16 und müsstest anfangen. Nimm das doch als eine Chance. Und das ist nicht leicht gefallen, weil man denn Stolz bricht man nicht gern. Ich bin ein sehr stolzer Mensch. Aber als ich das begriffen hatte, wusste ich, ich kann es noch mal neu aufbauen. Ich habe noch mal die Kraft, weit über 35, mich noch mal als ein ganz junger Mensch zu empfinden. Sie lernten die Tochter Nora und den Sohn Arlo von der Folklegende Woody Guthrie kennen. Sie waren in New York, übersetzten Texte, vertonten Lieder auf einem Album, machten eine Tour mit dem Sohn. Was imponierte Ihnen so ungeheuer an Woody Guthrie und wie erfolgreich war Ihr Album und Ihre Tour dort? Das war einer der Zufälle, der manchmal das Leben, dem Leben eine andere Richtung gibt. Ich hatte in Berlin ein Konzert mit einem englischen Kollegen, Billy Bragg, ein sehr großartiger Mann, der über Woody Guthrie gearbeitet hat. Und es war Nora Guthrie, die Tochter von Woody Guthrie, saß im Publikum. Und die kam zu mir und sagte, du erinnerst mich an meinen Vater. Du hast eine ähnliche Art, mit den Leuten umzugehen. Willst du nicht mal ins Archiv kommen und arbeiten? Wir haben über, ich glaube, 10.000 unveröffentlichte Texte. Er war ein manischer Schreiber. Ich hatte Skepsis, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe Woody Guthrie nicht so wahrgenommen vorher. Ich hatte immer Furcht, dass es ein Beispiel ist, wo mir erklärt wird, dass Amerika ungerecht ist, aber ich kann nicht hinfahren und kann es nicht kontrollieren. Ich dachte, es ist eine Falle. Und mit dieser Unschuld bin ich ins Archiv gefahren und dann habe ich Texte gefunden von einem Mann, der mich halt völlig umgehauen hat. Er hat sozusagen sein ganzes Leben immer zu geschrieben. Er hatte eine Krankheit, Huntington, also so eine Art Schüttellähmung, das war in seiner Familie. Und er wusste, er muss sein Gehirn permanent am Laufen halten, damit er nicht in diese Schüttellähmung fällt. Und er hat auf Toilettenpapier überall geschrieben. Und ich habe großartige Texte gefunden und habe sie im englischen Original vertont und dann sozusagen in der Spanne der Musik versucht, eine deutsche Übertragung herzustellen. Und die Platte ist in Englisch und in Deutsch erschienen. Und ich habe natürlich nicht versucht, wie ein Amerikaner zu musizieren, sondern ich habe versucht, meine Tradition reinzubringen. Schubert, den Balkan, also andere musikalische Formen. Und das hat unglaublich funktioniert. Ich bin der erste Deutsche, der in der Grand Old Opry in Nashville gespielt hat mit seiner Band. Und die ganze Stadt sprach danach davon, was das für das wäre, der Musik wie von Kurt Weill oder so. Ich meine, etwas übertrieben, aber die hatten auf einmal, sie waren sehr offen und hatten das Gefühl, dass da ein völlig anderer Zugang zu ihrem Text ist. Die Amerikaner,
die brauchen drei Akkorde und aus ist die Maus. Und es funktioniert auch. Und als ich mit Arlo Gasri auf Tour war und der hat ein paar Songs von mir mitgespielt, hat immer gesagt, oh, Wenzel, so many chords, also so viele Akkorde, das kriege ich nicht in den Kopf rein. Aber man nähert sich an und wenn man zusammen auf der Bühne arbeitet, lernt man etwas anderes von dem anderen kennen. Und das waren sehr schöne Konzerte, die ich da hatte. Von Ihnen gibt es Gedichtbände, aber nun auch ein aktuelles, interessantes Buch zusammen mit Antje Vollmer über Konrad Wolf. Also, wissen Sie, was mich daran interessiert ist, wie unterschiedlich war die Sicht von Antje Vollmer und Ihnen auf Konrad Wolf? Und gab gerade das den Sinn dieses gemeinsamen Buches? Es ist das Interessante, wenn wir darüber reden, dass sich diese beiden, ich sage mal, Ethnien, Ost und West, ja, irgendwie näher, das ist für mich ein besserer Begriff, näher kommen, müssen wir in einen Dialog geraten. Und man kann es nur über einen Gegenstand machen. Man kann nicht darüber reden, wie man sich früher empfunden hat. Wenn man an einem Gegenstand arbeitet, versucht man genauer zu sein. Ich habe mit Antje Vollmer sozusagen davor ein Buch über die Filme von Rainer Fassbinder gemacht, über die Bundesrepublik, die es auch nicht mehr so gibt, wie sie damals da waren. Klar. Und diese Spuren, die sozusagen in diesen Filmdokumenten da sind, ermöglichen uns teilweise einen Blick auf Realität, der nicht so verstellt ist und ideologisiert ist. Und als wir uns dann vorgenommen haben, das Konrad-Wolf-Buch zu beginnen, war es mir irgendwie wichtig, dass ich auch versuche, Dinge zu erklären, mit denen wir groß geworden sind. Die Geschichte des Stalinismus, die Situation der politischen Situation, die politische Situation der Immigranten, als sie zurückkamen. Ja, es ist in der Grundauffassung gab es keine Unterschiede. Wir haben andere Zugänge, andere Formen. Das Buch ist sozusagen auch so konzipiert, dass es auf zwei Papiertypen gedruckt ist. Also Antjes Texte sind auf weißem Papier und ich als Ostler auf grauen. So dass man erkennen kann, dass die unterschiedlichen Handschriften sind. Man darf es nicht vermischen. Man muss einfach, das ist eine Möglichkeit eines Gespräches mit verschiedenen Ansichten auch. Ja. Sie singen neben Deutsch auch Russisch und Spanisch und auch noch andere Sprachen. Welche Sprachen singen Sie noch? Englisch? Ja, Englisch auch, klar. Die Gasri und Französisch? Ist Französisch, nein. Das ist, wenn ich in Frankreich. Singen Sie nur in Sprachen, die Sie auch beherrschen? Oder singen Sie auch in Sprachen, die Sie nicht beherrschen? Nein, ich muss es verstehen. Ich bin einer der. Ich bin kein Imitator. Ich muss es denken. Wenn ich es nicht denken kann, kann ich es nicht singen. Dann glaubt mir das keiner. Ah, das ist in der Politik völlig anders. Ich weiß. Im Schlagergeschäft auch. 2014 brachten Sie eine spanischsprachige CD für die Flüchtlinge dieser Welt heraus. Ahnten Sie schon 2014, welche Probleme auf die Flüchtlinge und die ablehnende oder auch helfende oder auch überforderte Politik zukommen werden? Das war schon absehbar. Wir haben, Mensching und ich, haben 1991 ein Lied geschrieben, was so eine Aktualität immer mehr zugenommen. Sie werden kommen, der Tag ist nicht fern, aus den verwahrlosten Städten und reißen uns nachts in London und Bern aus den Schlaraffia-Betten. Wir werden erwachen wie immer zu spät, wenn sie in der Türfüllung stehen und erbleichend das schärfste Küchengerät in ihren Händen sehen. Das ist die Beschreibung dieses Flüchtlingssturms auf die reiche Welt. Da gab es bereits Analysen und man hat es gesehen, dass es sozusagen so aufgebrochen ist. Hängt mit vielen anderen Dingen zusammen, aber es war eigentlich absehbar. Ja, als der Westen sich im Hafen der Geschichte angekommen glaubte. Ja, nicht nur das, sondern Sie haben nicht gewusst, was Sie machen, als Sie das Handy erfunden haben und das Internet. Denn wir haben in Europa gelebt, wie wir in Europa gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika gar nicht wussten, wie wir leben. Ja, über das Fernsehen schon. Aber nun, hatte sich das ganz anders entwickelt. Fernsehen glaubst du nicht, Internet. Das heißt, der Ingenieur in Uganda weiß ganz genau, wie er als Ingenieur in Deutschland oder in den USA oder sonst wo lebte. Und die soziale Frage war immer schon auch eine internationale, aber doch vorwiegend eine nationale. Und plötzlich ist es eine Menschheitsfrage geworden. Und da fällt keinem was anderes ein oder kaum was anderes als Abschottung. Was natürlich keine Lösung ist, ganz im Gegenteil. Aber dass Sie das damals schon erkannt haben, finde ich wirklich spannend. Sie nicht? Selbst wenn, wollte ich das hier nicht betonen. Okay.
Erzählen Sie uns doch etwas von Ihren jährlichen Open-Air-Konzerten im Camp an der Ostsee. Wie viele Leute kommen da überhaupt hin? Also es ist, die Amerikanisierung hat in Vorpommern noch nicht zugeschlagen, heißt noch Camp. Das heißt noch Camp, ja. Das ist ein kleiner Ort, da wohnen 14 Personen. Selbst in der Politik im Bundestag wird jetzt schon fast alles Englisch ausgedrückt. Ja, nicht zu fassen. Gut, aber nicht. Also im Camp. Wie läuft denn Ihr Camp? Das ist ein kleiner Ort, da wohnen 14 Menschen. Und wir haben vor über 20 Jahren begonnen, da so ein kleines Festival zu starten. Das ist ein kleiner Hafenverein von anständigen Leuten. Die ganze Region ist eigentlich immer nur in der Tagesschau, wenn ein Nazi auftaucht. Die normalen Leute kommen nicht vor in der Öffentlichkeit. Das sind Leute, die haben einen kleinen Hafen, sozusagen unterhalb der Insel Usedom. Und es wollte kurz nach der Wende ein Kölner Investor den Hafen kaufen. Und dann haben sie sich zusammengeschlossen, haben Geld gesammelt und haben sich den Hafen gekauft. Haben sich einen Sparkassencontainer als Vereinshaus hingestellt. Dann habe ich ein paar Benefizkonzerte gemacht, dass sie sich ein Spitzdach drauf machen können. Alte deutsche Tradition im Norden. und dann irgendwann habe ich gesagt, lasst uns hier versuchen, ein Festival zu machen. Und dann haben wir angefangen. Am Anfang waren 300-400 Leute, jetzt sind so 1500, die da ungefähr jedes Jahr hinkommen. Und es ist immer, sagen wir mal, für mich so eine Art dionysisches Fest. Ich beginne um 17 Uhr und ende um 14:30 in der Früh. Ich spiele also 104 Songs ungefähr an dem. Sind Sie aber auch ein bisschen fertig hinterher? Ja. Ich werde mal Ihre Frau fragen. Ein klein bisschen, ja, aber das ist immer etwas, wenn man sich hingibt, will ich mal sagen, oder verbrennt für seine Leute, die einen ja auch, die mich ja auch tragen, die kaufen meine CDs, die kommen in meine Konzerte, ich mache es für sie, dann kann man einmal sozusagen auch verrückt sein. Wissen Sie, das Interessante ist, wie sich die Maßstäbe verschieben, wenn ich als Kind und Jugendlicher in Arnshoop im Urlaub war an der Ostsee. Da wohnten wir immer bei einem alten Ehepaar. Und da gab es ja die Störtebeker Festspiele. Und da erzählten die mir jedes Jahr das Gleiche und sagten, bei den Störtebeker Festspielen gibt es alles, zum Beispiel Bananen. Mehr war es nicht. Okay. Ich habe nie was anderes gehört, weder was da gespielt wurde, noch zum Beispiel Bananen. Weil immer, da habe ich gesagt, ja, so kann man Menschen auch versuchen zu orientieren. Wir haben das mit Wein gemacht, weil die in für dieses Festival. Bei den ersten Konzerten habe ich gemerkt, die norddeutsche Trinkkultur ist nicht ganz meine. Und ich will später mal ein Buch herausgeben über den Zusammenhang zwischen gewissen Getränken und gewissen Räuschen. Ja. Also bestimmte Räusche, bestimmte Getränke erzeugen bestimmte Räusche. Und wenn man sehr viel Schnaps trinkt, dann wird man müde und auch ein bisschen stupide im Kopf. Also ich hatte einen Freund aus Niederösterreich, ein Winzer, und ich habe gefragt, kannst du kulturerzieherisch in Vorpommern wirksam werden und kommst mit deinem Wein hin? Und wir haben ein extra Etikett und da wird sozusagen immer eine extra Edition von einem österreichischen Weißwein und Rotwein verkauft. Der kommt, lässt es jetzt in den letzten Jahren immer so mit einem großen Containerdienst bringen. Ich glaube, letztes Jahr hatte er 1000 Flaschen, die waren 22 Uhr alle. Also das stimmt, die Trinkkultur in der früheren DDR hat sich gänzlich geändert. Ja. Wir kannten im Kern Bier und Schnaps verschiedener Sorten, braun und weiß hieß es in meiner Kneipe, kalte Sorten. Ja. Eskaloni gab es auch noch. Und weil der Rosenthaler Kadaver war ja auch ziemlich schlimm, muss ich sagen. Und jetzt kommen Sie natürlich an besseren Wein und wir stellen uns langsam um. Ja. Dafür müssen wir sorgen, dass im Westen wieder mehr das andere getrunken wird, weil es sonst zu lange lagert. 2019 hielten Sie in Kamenz die 6. Kanzelrede. Die erste hatte Scholl immer gehalten. Sie predigten in Bezug auf Lessings Erziehung des Menschengeschlechts. Welche Grundbotschaft vermitteln Sie? Dabei denke ich an Ihre Aussage, dass der Laden sich nicht mehr zusammenhalten lässt. Also welche Grundbotschaft vermittelten Sie mit Ihrer Kanzelrede? Das ist recht schwierig, so kurz zu fassen. Ich habe 3 Monate an diesem Text gesessen. Ich bin eigentlich davon aus, als der Pantheismus in Deutschland sozusagen das göttliche Prinzip in die Realität holte. Lessing schrieb
bei Gleim in Halberstadt an die Wand, Hend kein Pan, also ein und alles. Das ist ein Satz gewesen, der Hölderlin und Hegel noch in Aufregung zu versetzen wusste. Das heißt, die moralische Organisation der Gesellschaft liegt bei den Menschen. Sie müssen demokratische Strukturen entwickeln, damit die Schwachen vor den Starken geschützt werden, die Reichen vor den Armen, damit ein Ausgleich passiert. Dieser Ausgleich ist sozusagen, diese Utopie zerfällt im Moment in der gesamten westlichen Welt. Wir haben alle durch den Neoliberalismus das Gefühl, wenn ich kein Millionär werde, bin ich selbst schuld. Also es gibt keinen gesellschaftlichen Zusammenhang. Und wir sind aber als Menschen darauf angewiesen, wenn wir auf die Welt kommen, brauchen wir immer einen anderen Menschen. Wir brauchen erst die Mutter, dann brauchen wir den Lehrer oder was auch immer. Wir brauchen uns als Gattung. Wir dürfen uns nicht ausschließen. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Und dann habe ich einfach mit einem Trick des Hermeneutikers Gadamer versucht, der hatte mal gesagt, er liest einen Text immer so, als wäre er eine Antwort auf eine Frage, die man noch finden müsse. Und das finde ich einen guten Gang. Und ich habe versucht, bestimmte Phänomene der Gesellschaft daraufhin zu hinterfragen. Was ist das mit der Tattoo-Manie? Was drückt sich daran aus? Was für eine Antwort ist das? Und welche Frage muss ich dazu finden? Was ist die Zersplitterung der Gesellschaft? Dass man versucht, vielleicht einmal außerhalb der ideologischen Raster über den kulturellen Zustand unserer westlichen Welt nachzudenken. Das war mein Ansinnen. Ich möchte noch eine Textstelle zitieren. Als hätten die Teile nichts mehr miteinander zu tun, monologisieren Akteure und Phänomene, Parteien, Lobbyisten, Bürger, Wutbürger, Reichsbürger, Bürgerwehren, Fangruppen, Impfgegner, Nazis und Naturfreunde, Auto- und Radfahrer. Alle gründen sie neue, hochgerüstete Kleinstaaten mit Propagandaministerien und imperialen Habitus. Dieser Rechthaber-Habitus, der steckt ja auch so tief da drin, bei jeder dieser Gilde. Das ist das dialogische Prinzip, ist das, auf das man aufbauen muss. Das Dialogische ist etwas, was uns als Gattung ausmacht. Das ist etwas, was sozusagen für mich in meiner Band etwas Utopisches ist. Ein guter Musiker ist ein Musiker, der zuhört und nicht der fummelt. Und so ist es in der Gesellschaft auch. Wenn ich höre, was der andere spielt und ich antworte darauf, dann entsteht ein Dialog. Und das muss in der Gesellschaft auch sein. Wenn wir das nicht haben, sind wir verloren. Haben wir nicht. Jetzt noch ein paar kurze Fragen. Warum mögen Sie den Begriff Liedermacher nicht? Weil man Lieder nicht macht, sondern schreibt. Und der ist erfunden worden von einer Romantikerin im 19. Jahrhundert und ist dann durch Biermann sozusagen wieder eingeführt worden in Anklang an Brechts Stückeschreiber und so, also wo man den künstlerischen Beruf versachlichen wollte. Aber Lieder machen, das klingt wie Häkeln, als ob es keine richtige Kunst ist. Warum nennen Sie Ihre Liebeslieder und auch politischen Lieder Volksmusik? Ich nenne sie nicht Volksmusik. Ich empfinde mich in einer gewissen Art als ein Volksmusiker. Nicht wie Florian Silbereisen, sondern weil ich glaube, dass es, die Musik ist dafür da, ist für die Leute da. Das ist, mir hat das Kommerzielle nicht so eine Bedeutung. Wie fühlt es sich an, wenn man über 40 CDs veröffentlichte, mehrfach auf der Liederbestenliste stand und steht? Macht einen das ein bisschen stolz? Sie wissen ja noch, wie Sie angefangen haben. Ja, wir hauen aber auf die Pauke und so. Ja, aber ich existiere am Rand dieser kulturellen Gesellschaft. Da gibt es, ich spiele nicht im Fernsehen und ich bin auch, ich werde nicht wahrgenommen, letzten Endes. Von Ihnen und ja, von mir. Ich habe 2017 auf dem Kirchentag in Wittenberg ein sehr großes Konzert gehabt mit meiner Band. Das war vorbereitet von allen von schwäbischen Pietisten, glaube ich. Und das war angekündigt in meiner Heimatstadt. Konzert mit einem ostdeutschen Liedermacher. Also ohne Namen. Das reicht. Ist nicht wahr? Ja. Und es war voll? Ja, es war, weil sich dann rumgesprochen hat. Aber also ich meine, wenn ich das wenn Reinhard May spielt und man spielt Konzert mit einem westdeutschen Liedermacher, was sollte das? Ja. Ja. Und als eine Sendung im ZDF lief, wo sehr viele Autoren, Wecker und so, wir zusammenkamen, so eine ZDF-Produktion, stand immer, wenn ich sprach, Wenzel, Liedermacher, Klammer auf, Ost, Klammer zu, bei den anderen nicht.
Ich hatte dann ans ZDF geschrieben, was das bedeutet. Ob ich nicht vielleicht ein kein Richtiger bin, dass man Ost dahinter schreiben muss oder wie auch immer. Aber ich habe keine Antwort bekommen. Ja, das fällt denen ja dann auch erst auf. Wahrscheinlich. Verstehen Sie, so ist es doch. Wie wird man eigentlich Mitglied im PEN-Zentrum und was hat man dann dort zu tun? Ich bin Mitglied im PEN-Zentrum geworden, kurz vor dem Ende der DDR oder kurz danach. Und bin da nicht sehr aktiv. Also man hat nichts zu tun. Wir hatten, früher hatte es eine sehr große Funktion in der DDR, war ein liberaleres Unternehmen als der Schriftstellerverband. Es waren viele Diskussionen möglich, andere Autoren. Es war ein Club, würde ich mal sagen, und der sich für die Freiheit des Wortes einsetzt und das auch in der DDR gemacht hat. Walter Kaufmann ist ja hier, der war lange auch Vorsitzender und viele Leute, mit denen man zusammenkam, als wir dann nach vielen Jahren Stress die Vereinigung von Ost- und Westpen zustande gekriegt haben, das ja ein Mammutwerk ist, wie man weiß, und dann setzte aber sozusagen in den Veranstaltungen, begann sie mich zu langweilen, weil es immer um Tagesordnung und das Komma steht dort an der falschen Stelle und dann will einer noch unbedingt fotografiert werden, dann ist es mehr ein, ja, Promotion-Unternehmen. Sagen Sie mal, apropos Walter Kaufmann, waren Sie schon mal in Australien? Nein, ich war noch nicht in Australien. Ich auch nicht. Und er war mein Gast im Deutschen Theater und dann habe ich ihn gefragt, was das Besondere an Australien ist. Ich darf ihn zitieren, er hat gesagt, die Entfernung. Und das stimmt, da gibt es zum Beispiel, hat mir jemand gesagt, ein Schild, da steht nächste Tankstelle in 600 Kilometern. Da hätten wir mit dem Trabi aber wirklich auch Schwierigkeiten gehabt. Da hätten wir viele Kanister einpacken müssen. Ja. Und das stimmt, große Länder unterscheiden sich von kleinen. Zum Beispiel in Moskau ist es auch so, von einem Haus zum nächsten läufst du 300 Meter. Das gibt es in Holland nicht. Das ist richtig. Na gut. Also Sie sehen, wie man Erfahrungen sammelt. Ne? Wir freuen uns, von Ihnen wieder etwas zu hören. Vorher möchte ich Ihnen aber sagen, dass Sie ein großer und bleibender Künstler sind. Nora Gasri. Nora Gasri sagte über Sie, ich war beeindruckt, wie er sein Publikum fesselte. Aber das war nicht nur er, es war auch seine Haltung. Was er auch sagte, das Publikum hörte zu. Und Christoph Hein sagte, es ist mir sehr angenehm, mit einem Kerl wie Wenzel zu arbeiten, der ein ähnliches Bestreben nach Perfektion hat wie ich, ohne es zu übertreiben, ohne so ein dicker, langweilender Perfektionist zu sein. Wir hoffen, dass wir noch lange und viel von Ihnen hören. Ich glaube schon deshalb daran, weil Sie selbst eingeschätzt haben, ohne Arbeit unerträglich zu werden. Und wer ist schon gerne unerträglich? Ich bin mir sicher und hoffe auch darauf, noch viel von Ihnen zu hören. Und sage heute erst einmal Danke und wünsche Ihnen und Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen fantastischen Start in ein Jahr eines Jahrtausends, in das Jahr 2020. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne zuhören. Wenn wir gerade bei der Zahlenmystik sind, singe ich Ihnen ein Lied, das habe ich für meinen kleinen Sohn Theo geschrieben, der ist an einem 30. geboren. Und da ich Zahlenmystiker bin, habe ich ein Lied geschrieben, da sind genau 30 Wünsche drin versteckt. Die können Sie, wenn Sie die Quersumme von 2020 machen, haben Sie 4. Wenn Sie davon 1 abziehen, haben Sie 3 und dann noch eine 0 ransetzen, haben Sie auch 30. Wenn Sie können selbstverständlich nachzählen, falls jemand einen Wunsch mehr findet in dem Lied, gewinnt er etwas. Und zwar ein Abendessen mit Ursula von der Leyen. Da bin ich sicher, dass Sie gar nicht zu zählen anfangen. Musik.
Schöne Hände, weiche Wangen, Lust mit allem anzufangen, was sie lieben. Leben heißt, gute Gründe, um zu lachen und zum Spielen schöne Sachen und Geduld, die niemals reißt. Vaterseits nen Vagabunden, der umherstreunt mit den Hunden, dass das Fernweh zu dir hält. Dass du lernst die neuesten Witze, dass die Sehnsucht dich erhitze auf der immer kalten Welt. Sanftmut von 200 Frauen, alles sich zu sprechen trauen, ehe man die Worte alle kennt. Dass die Wunden immer heilen, dass du Freude hast am Teilen im gestreiften Seemannshemd. Einen weißen ICE und einen Schlitten weichen Schnee, dass es leicht den Hang hoch geht. Keine Drogen, um zu hoffen, und den Himmel immer offen, dass die Erde übersteht. Einen Wald, das Meer, die Berge, Luft zum Atmen, sieben Zwerge, immer etwas zu viel Geld. Honig, Leberwurst und Kuchen, beim Gewitter starke Buchen, wünsch ich dir auf dieser Welt.